heute mal einfach, Jans, mal wieder was zu testen. M&M's hier mit Jalapenos. Ah ja, meine Frau mitgebracht. Also ich finde es schon auf jeden Fall sehr interessant, wie das nachher sein wird oder schmecken wird. Ich mache das mal direkt auf. Also es riecht jetzt irgendwie nicht anders wie M&M's halt. Sie sehen auch ganz normal aus, ne? Hier ist so ein grüner, rote, ganz normal Standard. Probier einfach mal direkt. Okay. Ja, so ein bisschen scharf. Also, was heißt scharf? Das kommt so ganz lange und so ein pikantes Ziehen. Also, wenn jemand wirklich empfindlich ist. Also, so, ich kenne Leute, die essen von diesen Nacho-Chips, diese Dipschale, da gibt es auch so einen Hot-Salsa. Die finden das schon scharf. Die würden wahrscheinlich das auch als scharf empfinden. Aber für mich ist das. Also, wir meinen. Wie scharf kann ich essen, wie du gesehen hast? Das ist das Kinderkaffee. Aber ich finde die Kombination von Schokolade und scharf ziemlich gut. Es hat auf jeden Fall einen interessanten Unterton, also von dieser Würze, von diesem Pikanten, man merkt das. Also es schmeckt wirklich ganz normal nach M&M's und hat halt dieses Scharfe drin. Super interessant. Danke nochmal an meine Frau, die an mich gedacht hat, die es mitgebracht hat. Ja, Nährwertangaben sind jetzt eigentlich relativ uninteressant. Auf 100 Gramm sind auf jeden Fall 4,2 Gramm Eiweiß, das ist schon mal wichtig. Und dann haben wir hier Zucker, ich packe einfach alles nochmal unten rein, aber Zucker hier, das lese ich nochmal vor, 65 Gramm. Also lecker sind sie. Ich finde sie geiler als die normalen Zucker. Ich hoffe, es setzt sich durch. Auf jeden Fall eine Empfehlung von jeder, der ein bisschen schärfer mag. Aber wo ich einen dicken Minuspunkt geben muss, ist einfach, es schmeckt nicht nach Jalapenos. Also, wer diesen typischen Geschmack von eingelegten Jalapenos zum Beispiel kennt, das hat so einen undefinierbaren geilen Geschmack. So. Ich finde Jalapenos an sich eingelegt sind auch gar nicht scharf, die kann ich auch so wegputzen. Aber so auf der Pizza oder über Nachos haben sie einfach so einen geilen Aromaton, den man hier halt nicht drin hat. Trotzdem super interessant. Ich würde jetzt sagen, wenn wir 10 Punkte haben, also der Reiz der Verpackung, der ist schon verlockend gewesen, als ich das gesehen habe. Auch der Name, ne, einfach nur Jalapeno und dann Mexican Style Peanut. Ganz normal Standard so. Aber ich finde das cool gemacht, so, ne, mit dem Design hier. Ich gebe 8 Punkte. Ich würde 10 geben, wenn es nach Jalapenos wirklich schmecken würde und schärfer. Danke fürs Zuschauen.